Herzlich willkommen zurück zu Anno 2205. Ja, wir wollten jetzt nochmal ein bisschen in der Arktis und auf Mond ausbauen. Obwohl, so wie ich gerade sehe, Stimulantien brauchen wir in der Tundra eigentlich gar nicht. Also, nicht in dem Ausmaß, sagen wir mal so. Ja, machen wir mal 2 plus. Das haben wir. Konserven waren auch ein bisschen runter. Die können wir auch eigentlich direkt ausbauen. Dann können wir nochmal gucken, ob das Sektorprojekt vielleicht nochmal ein bisschen vorangehen kann. Genau, das könnten wir eigentlich auch nochmal überall machen, dass man die ganzen Sektorprojekte alle mal so ein bisschen, ja, fertig bekommt. So, erstmal einen Überblick hier verschaffen. Ich hoffe, es kommt auch bald das Orbit-DLC endlich mit dem versprochenen, naja, halbwegs versprochenen Multiplayer. Dass man da eventuell mal, ja, im Multiplayer ein bisschen was machen kann. Weil Anno 1602, 2170 und 1503 vor allem habe ich sau gerne im Multiplayer gezockt. Aber erstmal abwarten, was wir denn überhaupt bekommen und ja, ob es überhaupt einen geben wird. Man weiß es ja noch nicht so hundertprozentig. So, Fisch haben wir. Ich frage mich aber gerade, wo? Ah ja, hier. Hier haben wir den Fisch. So, Fischi, Fischi, Fisch. Plus 2, jetzt fehlt wahrscheinlich Fisch, ja. Und lass mich raten, wir können hier nirgends auch nur einen Fischereihafen anbauen. Nö, natürlich nicht. War klar, weil wir komplett auf Korallen gegangen sind. Ja. Dann ist das Ganze auch hier total unsinnig. Dann brauchen wir das hier nicht. Dann werden wir das einfach auf der Hauptinsel in der Arktis machen, nämlich in der Archia-Schollen. Weil ich genau weiß, da hatten wir wenigstens noch 2 oder sogar 3 Plätze frei. Ja, hier sieht das aber ganz gut aus. Also hier können wir definitiv noch einmal Fisch ansetzen. Zack. Da haben wir jetzt 28 Fisch im Plus. Ja, und Konservennahrung. Können wir das nochmal aufstocken? Nee, ich dachte gerade. Na gut, so viel Platz haben wir jetzt hier aber auch eigentlich nicht mehr. Ja komm, setzen wir hier einfach zwischen. Dann kriegen wir da auch noch eine Häuserreihe hin. Kriegen wir da nicht noch eins nehmen? Ja, doch. Das sieht doch gar nicht so übel aus. Ja, Stimulantien. War doch klar. Das ist jetzt aber auch nicht das Problem. Wir haben ja noch ein bisschen im Plus. Gehen wir auf 50. Das hätten wir dann erstmal. Ja, wir könnten noch ein bisschen upgraden.
Erstmal, wenn wir jetzt hier gucken. Robbenkolonien auf den Eisschollen. Ah ja. Ist die Frage, auf welchen? Ah ja, das war doch leicht. Ja, sehr schön. So, jetzt sollen wir eine Kampfdrohne hier anbringen. Na, da haben wir sie. Dann juckeln wir da mal eben rüber. Ja, dann werden wir drüben auf jeden Fall die nochmal ein bisschen anziehen. Hier dürfte, glaube ich, ja, so viele Häuser sind das jetzt gar nicht. Exakt auf null. Naja, das ist ja auch okay. Ach so, die Eisschollen. So, dann machen wir die mal eben fertig. Na, hier unten können wir auch noch ein bisschen anbauen. Dann werden wir mal eben einmal Konservennahrung erhöhen. Ich weiß gar nicht, warum wir da irgendwie von überall irgendwie Routen hin haben. Naja, kostet ja nur ein Tausender, okay. Da können wir mit leben. So, was möchtest du denn jetzt haben? Produktionsüberschuss, Superlegierung. Ja, da verlangt er jetzt aber was. Da brauchen wir Molybdän und Aluminium. Haben wir zum Glück beides im Überschuss? Ja, genau, 20. Strom ist auch ein bisschen Mangelware, sehe ich gerade. Ja, wir wollen als nächstes sowieso nochmal auf dem Mond ein bisschen ausbauen, auch die Bürger und so. Ja, das können wir auch dann direkt erstmal machen. Das läuft ja eh jetzt 10 Minuten.